Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Na, dann wollen wir noch einfach mal weitermachen. Jetzt mal, Entschuldigung, sind wir jetzt ja hier gelandet in dieser seltsamen Hütte, wo auch keiner ist. Dort haben wir ein kleines Floß. Dort haben wir ein bestimmt einstmal mächtiges Schiff, das leider jetzt total einfach nur da vor sich hingammelt. Was meiner Meinung nach eine ziemliche Verschwendung ist, aber naja. Kann man nichts machen. Hallöchen! Yep. Während eines Konflikts. Ach, hier sind noch mehr Wölfe, verstehe. Wo? Ach ja, okay, Wolf. Ja, ich habe schon verstanden. Animus-Daten machen Wolf. So, das können wir auch mal überspringen. Ich sehe den scheiß Wolf nicht mal. Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Ah, da hinten, da sehe ich schon mal einen. So, dich habe ich erwischt. Und dich erwische ich auch so. Ja, klar. Ihr seid Wölfe, verdammt nochmal. Euch kriege ich fertig. Ach, dieses Töten und Häuten, das erinnert mich sofort an Red Dead Redemption. Das hat immer Spaß gemacht. Die Klunker in der Siedlung finden 1 von 4. Okay. Klunker. Ich frage mich übrigens, kann ich wohl hier schnell hinreisen? Das wäre cool. Meh. Herrenhaus nicht und hier? Auch nicht. Meh. Ah-ah. Kann ich nirgendwo hier schnell hinreisen? Dann suche ich doch mal hier noch nach Hinkebeins Klunker. Das ist da hinten. Okay. Man kann ja mal gucken, ob ich da einfach easy peasy hochklettern kann. Obwohl, das sieht irgendwie nicht ganz danach aus, ne? Naja, man kann es ja mal gucken. Die Sonne ist aber auch am Blenden heute. Vielleicht war es unklug, das jetzt schon zu sammeln, aber ihr kennt mich ja, ich kann so einen Kram einfach nicht liegen lassen. Und ich hoffe mal, es gibt noch eine Menge Sachen, die wir hier so in Assassin's Creed 3 nebenbei machen können. Bis jetzt sieht es hier irgendwie, ist denn alles mau aus. Nicht so viel zu tun. Aber naja, kann sich ja alles noch öffnen. Hat ja gerade erst angefangen, dass ich diesen Charakter spiele, von daher. Weiß der Teufel, was sich da noch ändert. Warte mal, das hier vielleicht? Ja, auch nicht kletterbar. Mistig. Ist ja nichts davon kletterbar? Gar nichts. Auch das hier nicht? Komm schon. Ah. Uncool. Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter. Obwohl, warte mal, die Bäume. Hier auch nicht, ganz sicher. Nee, irgendwie. Irgendwie nicht. Okay, na gut. Und keiner der Bäume ist hoch genug oder so? Nee, nee. Obwohl, hier ist einer, der ist mal relativ hoch. Ob das wohl einen Grund hat? Es wird definitiv nicht einfach aus Langeweile so sein. Ja. Aber er springt da nirgendwo dran. Das heißt, das bringt mir nichts. Das ist doch mies. Okay, also war der Plan dämlich. Na gut. Haben wir daraus gelernt, Leute, und ihr auch, solltet ihr das jemals spielen. Versucht nicht hier lang zu gehen, sondern geht oben schön geschmeidig entlang. So, jetzt war schnell. Mal ein bisschen Tempo. Komm schon. Will das auch nochmal hinkriegen heute irgendwann. Ja, mach irgendwie immer schön deinen Flachkörper, ist mir wurscht. Okay, ich habe fast das Gefühl, wir müssen noch sehr, sehr weit schwimmen, weil dort hinten können wir auch nicht einfach so scheinbar. Okay. Oder gibt's. Vielleicht gibt es ja hier schon irgendwas zum Hoch. Nein, natürlich nicht. Weil das Spiel nicht so nett sein will zu mir. Natürlich nicht. Muss ich jetzt bis da hinten hin? Sieht fast so aus. Geil.
In der Zwischenzeit kann ich euch ja mal wieder nach einem Fazit fragen. Was haltet ihr bis jetzt von Assassin's Creed 3? Mein einziger Kritikpunkt ist bisher eigentlich die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, nicht allzu viel so abseits der Hauptstory machen zu können. Aber ich bin ja auch noch, naja, nicht relativ früh, aber das Spiel fängt ja gerade erst an, sich zu öffnen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade erst frisch gelernt, wie man seinen Status, seinen Fahndungsstatus ändern kann. Von daher können ja noch einige Elemente dazukommen. Ich hoffe, es kommen noch welche. Dazu, was haltet ihr davon, dass ich jetzt eigentlich hier in Full HD aufnehme? Ich denke mal, ich hoffe mal, ihr findet's gut, ne? Das muss ich ja auch, das soll sich ja auch lohnen, dass ich den ganzen Aufwand hier mache. Also einerseits sieht's natürlich für mich jetzt auch schicker aus. Jetzt habe ich endlich mal die Auflösung, die original ist und habe hier keinen Augenkrebs mehr automatisch, sondern sehe es genauso schick wie ihr. Und das ist schon eine schöne Sache. Und ich darf dabei gar nicht vergessen, dass das hier auch ein Jagdgebiet ist. Also könnte ich hier eigentlich nebenbei in Ruhe mal was töten, aber na, nee, gerade nicht. Muss ja nicht immer sein. Aha, oh, cool. Das ist ja easy. Aber egal, wir sollen wieder ins Haus scheinbar und nein, nein, das mal nicht zur Abwechslung. Okay, hallo? Was ist hier eigentlich alles so verdeckt? Warum? Naja, vielleicht sagt das mir ja. Rückkehr des verlorenen Sohns. Willkommen zurück! Du liest mich in Boston. Deine Übungen hier sind alle schön und gut. Aber Erfahrung ist der viel bessere Lehrmeister. Was ist mit Vater? Ist uns entwischt, fürchte ich. Wir müssen ihn finden. Das werden wir, nachdem das Haus repariert wurde. Aber er ist frei und plant wer weiß was. Und was tust du, wenn du ihn findest? Falls du ihn findest. Du bist ein Knabe mit ein paar Monaten Training. Er ist ein erwachsener Mann mit vielen Jahrzehnten der Erfahrung. Wenn du im Kampf gegen die Templer bestehen willst, wirst du das hier brauchen. Und, was ist es? Yes! Endlich! Mach schon, bevor ich meine Meinung ändere. Endlich haben wir also die versteckten Klingen, na, wenn das nicht Zeit wurde. Und auch direkt zwei gleichzeitig, nicht nur eine oder sowas. Yes! Okay. Jagdherausforderung 1. Einen Bären mit der versteckten Klinge töten. Das klingt nicht so easy. Aber cool, ist ja wie in Red Dead Redemption. Jagdherausforderung. Oh, komm, bitte, Hilfe! Er wird sterben! Hä? Was denn los? Rettung aus dem Fluss. Er. Keine Zeit! Bitte komm! Na stimmt wohl, wenn einer stirbt, ist doch scheißegal wer. Dann müssen wir doch einfach erstmal helfen. Godfrey heißt der Kerl also. Naja, wenn es drauf ankommt, hat man keine Zeit für Höflichkeiten. Ist schon in Ordnung. Ah, jetzt haben wir endlich die Klingen. Ja. Ein vertrauter Anblick. Okay, und wo ist dein Kumpel jetzt? Ich hoffe, es war keine Falle. Das wäre so typisch. Oh shit, Tatsache. Da unten! Er ist gerade unter der Brücke durch! Oh shit, okay, jetzt müssen wir uns beeilen. Bei Terrys Rettung das Wasser nicht berühren, okay. Klapp doch mal. Dreckswolf, ich hab anderes zu tun. Scheiße, warte. Na, egal. Schon zu spät. Ich hätte erst hier, ab hier oder so. So, ab hier aber. Ja, ich beeil mich, mein Freund. Zu Hilfe! Ich habe das Gefühl, hier richtig zu sein. Da ist ein Biber, aber der muss warten. Ja. Zu Hilfe! Halt dich gut fest, mein Freund. Yes.
Ah, hätte ich das mal gleich so gemacht, dann hätte ich sogar die volle Synchronisation. Ah, er hat ihn. Gut. Wow, und das direkt vor diesem Wasserfall. Das war knapp. Ja, wenn ihr mal nicht Iren oder Schotten seid. Was dieser Holzkopf dir sagen will, ist, dass er dir ewig dankbar sein wird. Das sind Iren. Wie nennst du einen Holzkopf? Dich, weil du einer bist. Was wolltest du auf den Baum stemmen? Eins der Risiken von Holzfällern. Wir lagern im Wald, gar nicht weit von hier, und schlagen Holz. Wir wollten in der Gegend eine Mühle errichten. Es gibt eine gute Stelle nicht weit von dem Haus auf dem Hügel, wo ich wohne. Ich mag dich jetzt schon. Wir sehen es uns an. Holzfäller? Hey, wir brauchen noch Holz. Das klingt perfekt. Rettung aus dem Fluss. Ich glaube, wir haben gerade Holzfäller für die Siedlung rekrutiert. Das ist beruhigend. Ja, ich weiß, ich hab's nicht geschafft. Egal. Ihr habt ja gesehen, es ist an sich eigentlich ziemlich leicht möglich. Man muss einfach nur am Anfang nicht ins Wasser gehen. Die Ruhe wird mir fehlen, aber das Holz können wir gut gebrauchen. Das Haus benötigt viel Arbeit. Das und andere Dinge. Triff mich bei der kleinen Hütte an der Küste, wenn du Zeit hast. Da gibt es etwas, was du sehen musst. Und was? Was Nützliches. Was Nützliches? Sag bloß nicht so viel auf einmal, alter Mann. Was nun? Oh. Nach Mission mit diesem Symbol Ausschau halten, um neue Einwohner zu gewinnen und die Siedlung zu verbessern. Oh, ich glaube, da ist einer ziemlich in Gefahr. Wenn sie ihre Siedlung ausbauen, erhalten sie Zugang zu neuen Ressourcen und schalten neue Gegenstände frei, die sie herstellen können. Okay. Ja, dann sollten wir uns da mal darum kümmern, oder? Okay, es ist schon mal ein weiteres Kaum habe ich mich in der letzten Folge ein bisschen beschwert. Oder war es in dieser? Ich glaube in dieser, ne? Dass es ein bisschen wenig zu tun gibt und schon geben sie mir was in die Hand. Finde ich super. Was ist hier? Terrys und Godfreys Sägemühle. Und Terry und Godfrey, ich glaube, das sind Iren. Vor allem Boston war und ist bis heute immer noch voller Iren. Von daher gehe ich mal ziemlich von aus. Diana. Okay. Siedlungsmission. Na dann, die sollte ich mir doch mal anschauen. Vielleicht kriege ich auf dem Weg dorthin auch ein paar Viecher vor, naja, nicht die Flinte, aber vor meine Klinge. Und meinen Bogen. Und Köder. Und Fallen und alles. Und ihr wisst schon. Ich würde ja gerne einen Bären mit der versteckten Klinge töten, aber dazu muss ich gerade erstmal einen finden. Natürlich, wenn man was sucht, so ganz stumpf, dann findet man auch nichts. Aber naja, egal. Okay, dort oben ist der also. Dann schauen wir doch mal. Kannst du hier hoch? Ja. Was machst du da? Du sollst da eigentlich drauf bleiben. Jawohl. What the fuck? Was für Wichser? Was um alles in der Welt geht denn hier vor? Okay, der war ein bisschen dumm. Und ist der auch gerade runtergesprungen? Der andere kann das sein. So. Ja, schön entwaffnen. Oh, und weg ist er. Egal. Nur noch ein einziger. Boom. Naja, komm, greif an. Entwaffnen und den Rest. Oh, er hat eine Axt. Toll. Schnell ihn retten. Arme Sau. Was lässt du dir so viel Zeit dabei, bitte? Hab Dank! Bist du wohlauf? Ich glaube, es ist nicht viel passiert, nur ein gehöriger Schreck. Bastarde! Was wollten sie von dir? Mein Geld! Doch das war nicht viel und dann wollten sie mich dafür bestrafen. Eigentlich dumm. Allein schon mein Werkzeug ist sehr viel wert für den richtigen Mann. Wie auch immer. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ist noch weit bis zum nächsten Gasthaus.
Ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Hast du kein Zuhause? Ach, na ja. Ich war ein stolzer Bewohner Bostons bis vor kurzem. Doch ich bin einfach kein Unterstützer ihrer Majestät. Und die Loyalisten verjagten mich aus Haus und Werkstatt. Viele hier in der Gegend könnten die Dienste eines tüchtigen Handwerkers gebrauchen, falls du dich irgendwo niederlassen willst. Ist das wahr? Das werde ich mir ansehen. Ein Handwerker also? Na, hey. Gute Neuigkeiten also. Cool. Lance kann neue Gegenstände herstellen, wie zum Beispiel Truhen und Fässer. Ich tippe mal und die kann man dann verticken oder so? Hm, wahrscheinlich. Oder ich kann damit mein Haus einrichten. Keine Ahnung. So oder so, Mission beendet. Et voilà. Okay. Dann sollte ich mir nochmal die Karte angucken. Gibt es noch weitere Sachen? Derzeit sieht es ein wenig mau aus. Okay. Ah, da wo dieses Schiff liegt. Sowieso komisch, dass er ein Hafenmeister sein soll, ne? Vor allem, wo da nur ein kaputtes Schiff ankert. Rumliegt, besser gesagt. Hinkebeins Klunker können wir uns ja... Nein, den jetzt nicht. Schaffen wir uns nochmal den, auf den ich sowieso schon scharf bin. Ja, machen wir das mal. Gut, ist jetzt auch nicht direkt um die Ecke, aber wir werden es überleben. Und die einzelnen Leute sind alle auf der Karte eingezeichnet, okay. Warum auch immer. Ein Fuchs. Füchselein. Komm noch zu mir. Oh, ich hätte den fast einfach so mit der Klinge. Komm schon. Yes, geht doch. Den kriege ich auch mit der normalen Klinge einfach kaputt. Und vor allem, wenn ich es mit der Klinge töte, wenn ich es richtig verstanden habe, dann erhöht das auch die Sachen oder den Wert der Sachen, die ich so heute. Das heißt, wenn ich die irgendwie mit der Knarre einfach erschieße, zerstöre ich ein paar Sachen und werde manche Sachen nicht plündern oder so. Ich glaube, so ungefähr habe ich es verstanden. Oder sie sind weniger wert, ich weiß es auch nicht. Okay, so. Ach ja, hier ist wieder dieser Fluss, kennen wir ja schon. Hey, Biber ohne Ende. Autsch. Hätte ich mir fast noch was gebrochen. Na gut, hier gegen Strom und Schwimmen ist auch so eine Sache, ne? Oh, so viele Biber. Biber sind eigentlich total süß, aber naja. Biberpelze und Biberpelze und noch mehr Biberpelze. Aber natürlich findet man die in der Nähe eines Flusses. Und Biberzahn, okay. Why not? Schon geil, wo der Charakter jetzt überall hochrennen kann, ne? Das hätten die anderen früher, Ezio und Altair, hätten das niemals hinbekommen. Na gut, Altair wirkt jetzt natürlich im Vergleich zum neueren Connor natürlich richtig, naja, ungelenk im Vergleich, aber... Dabei hat er eigentlich auch schon verdammt viel drauf. So. Was auch immer diese Klunker bringen, sie werden später bestimmt ihren Grund finden. Irgendwann mal. Und bis dahin übe ich mich einfach in Geduld. Diesmal falle ich nicht drauf rein und schwimme darüber oder so. Nee, hier bin ich doch ein bisschen fixer. Und finde vielleicht noch was. Obwohl, das wäre jetzt eigentlich doch schneller, wenn ich da einfach querfällt. Fluss quer ein, drüber durchschwimme. Ja, querfällt ein ist das ja natürlich nicht. So, was kann ich denn jetzt noch so tun? Eigentlich gar nichts gerade, ne? Von daher würde ich mal sagen, ich werde jetzt alleine rüberschwimmen. Das müsst ihr ja nicht mit reinziehen. Von daher, mein Name ist Annex. Bis dann!